Hallo liebe Zuschauer, in den nächsten Minuten stehen die Finanzwerte bei uns im Mittelpunkt. Darauf blicke ich jetzt natürlich mit Andreas Deutsch vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Deutsch, schönen guten Tag und wir blicken zunächst mal auf die Deutsche Bank und haben ja oft schon drüber gesprochen. Sehr volatil, sehr anfällig, aber wir sehen jetzt wirklich seit Anfang Februar doch einen Aufwärtstrend sich etablieren. Ist jetzt alles gut für die Deutsche Bank? Sehen wir jetzt Nachholpotenzial? Ja, Aufwärtstrend würde ich das jetzt noch nicht direkt nennen. Also es ist auf jeden Fall eine Aufwärtsbewegung, die jetzt auch langsam an Dynamik gewonnen hat. Hier sieht man sehr schön. Positiv ist auf jeden Fall, ja, dass hier dieser kurzfristige Abwärtstrend erstmal durch ist, dass die Aktie Schwung aufgenommen hat, dass sich das Sentiment in der Branche merklich verbessert hat in den letzten Handelstagen. Man muss natürlich auch sehen, dass hier da schon durch diesen extremen Kursrutsch, dann schon dass die Aktien da schon überverkauft waren. Also technische Gegenreaktion dann durchaus zu erwarten. Die Frage war halt, wann es soweit sein wird, dass es zu einer technischen Gegenreaktion kommt. Nun, jetzt wissen wir mehr, wir haben es gesehen. Die Aktien drehen auf, wir kommen ja auch gleich noch auf die Commerzbank. Und wie gesagt, also das Chartbild hat sich hier deutlich verbessert. Also auch heute muss man ja auch sagen, wo der DAX verliert, die Deutsche Bank Aktie da mit relativer Stärke. Das ist auf jeden Fall positiv. Auch wenn sich bei der ganzen Nachrichtenlage jetzt nicht so viel geändert hat, das ganze Fundamentale, die Probleme bleiben ja. Gestern gab es eine Konferenz von der Süddeutschen Zeitung, da hat John Crine eine Rede gehalten. Das war sehr positiv, aber in einem schwachen Marktumfeld, da wäre das gestern auch nicht so gut angekommen, weil er immer noch diese Vision, diese Idee, die er für die Deutsche Bank hat, das ist ja auch gestern schuldig geblieben. Also er hat sich da auch so ein paar Details genannt und hat dann ganz klar nochmal gesagt, die Deutsche Bank wird eigentlich zu schlecht dargestellt. Diese ganze Kritik ist dann doch überzogen gewesen und er ist der größte Kritiker von der Deutschen Bank. Also er ist dann wirklich auch, hat er dann auch gestern nochmal klar gemacht, wirklich, dass er die rosarote Brille ausgezogen hat bzw. gar nicht angezogen hat und geschaut hat, wo kann man was machen, dass er wirklich diesen Sanierungskurs weiterfällt. Aber wie gesagt, diese große Vision, wie Hans Bernecker im Aktionär dann nochmal gesagt hat, das vermisst er nach wie vor. Das vermissen auch viele Börsianer, die haben wir immer noch nicht gehört. Und deswegen auch meine Meinung, dass es kurzfristig da durchaus noch eine Erleichterungsrallye bzw. eine Erholungsrallye geben kann, bis in den Bereich von 18 Euro. Vielleicht, dass man dann auch irgendwann mal wieder die 20 testet. Aber so langfristig, da muss die Deutsche Bank auf jeden Fall noch ein bisschen was liefern. Und dass man hier auch so hier wieder in diesem Bereich von der 200-Tage-Linie vorrücken kann. Also warten wir weiter auf die Aussagen von John Crine zur weiteren Strategie. Dann schauen wir auf die Commerzbank-Aktie. Die scheint ja schon so ein bisschen einen Schritt weiter zu sein als die Deutsche Bank. Martin Blessing hat da ja einen guten Job gemacht, starke Zahlen präsentiert fürs abgelaufene Geschäftsjahr. Kann die Aktie noch weiter profitieren davon? Also das Unternehmen ist, glaube ich, schon etwas weiter in diesem ganzen Restrukturierungsprozess. Die Aktie ist es nicht. Also hier, man sieht es ja wirklich, hier ist auch runtergeprügelt worden, hier, dass man hier fast schon die 6-Euro-Marke dann gesehen hat. Also katastrophales Chartbild in dem Jahr, das muss man ganz klar sagen. Dann die Aktie überverkauft und hier sieht man es ja auch. Schöne Aufwärtsbewegung hier. Jetzt nimmt die Aktie Schwung auf. Heute dann leichte Gewinnmitnahmen. Aber man muss hier auch festhalten, dass hier diese Marke, diese 8-Euro-Marke sehr wichtig ist. Wenn die nachhaltig geknackt wird, dann könnte es dann auch mal hier locker in diesem Bereich 8,50 gehen. Aber hier auch das gleiche Problem wieder bei der Deutschen Bank-Aktie, dass die 200-Tage-Linie da doch noch sehr weit entfernt ist. Und da wird es auch noch Geduld brauchen, bis man hier wieder so weit ist mit der Aktie. Wenn jetzt ein Anleger sagt, ich will die Deutsche Bank oder die Commerzbank, weiß nicht, welche ich nehmen soll, soll man überhaupt eine nehmen gerade? Also wir raten oder ich rate konservativen Anlegern weiterhin Bankaktien zu meiden. Da ist einfach noch zu viel Unsicherheit drin, vor allem weil der Markt ja auch noch nicht besonders stark ist wieder. Glaube ich nicht, dass hier Bankaktien da deutlich nochmal zulegen könnten, aber für Trader ist es nach wie vor, man sieht es ja hier auch, das Chartbild verbessert. Und wie gesagt, also hier ist es bei beiden ungefähr gleich, dass sich hier Erholungspotenzial ist.
Wir haben es gestern geschrieben, die Deutsche Bank ist hier charttechnisch schon etwas weiter. Hier gab es also das Kaufsignal schon. Und bei der Commerzbank, da warten wir wirklich noch, wenn dieser Abwärtstrend hier geknackt wird. Und dann sollte es dann auch wieder ein schönes Kaufsignal geben. Also dann werden wir natürlich hier immer auf dem Laufenden halten, wann denn der Einstieg sich wieder lohnt bei den Bankaktien. Vielleicht haben wir mit der Realbank aber ja jemanden, wo sich dann doch schon der Einstieg lohnt, denn da sehen wir schon eine viel kräftigere Erholung. Der Abwärtstrend wurde da schon nachhaltig verlassen. Wie schätzen Sie die Realbank-Aktie derzeit ein? Realbank schätze ich sehr positiv ein. Also ich habe das ja auch nie so ganz verstanden, warum die Aktie so extrem unter Druck gekommen ist. Wir haben hier den Jahreschart. Wenn man den Dreijahreschart sieht, dann ist es noch deutlich, sieht man diesen Kursrückgang noch deutlicher. Das hat die Arealbank auch nicht so verdient. Klar, es ist natürlich so, dass mehr Player jetzt im Markt sind und die Konkurrenzsituation sich insgesamt hier verschärft hat. Aber man muss natürlich trotzdem sehen, dass der Markt noch lange nicht satt ist. Also es gibt immer noch den Bedarf an Shoppingcentern. In ganz Europa wird hier fleißig gebaut. In großen Städten, mittelgroßen Städten. Und natürlich auch, wenn man das sieht, wenn man jetzt der Meinung ist, dass wir bald alle nur noch im Internet einkaufen. Aber diese Logistikzentren, die muss natürlich auch jemand bauen. Es muss jemand finanzieren, wo wir wieder bei der Arealbank wären. Und deswegen hier wirklich meiner Meinung nach eine schöne Einstiegschance. Die Aktie ist sehr günstig bewertet. KGV von 7 bis 8 ungefähr, 7,5. Hohe Dividendenrendite, das Unternehmen hat ja letzte Woche sehr starke Zahlen vorgelegt für 2015 und dann völlig überraschend die Dividende erhöht für die kommenden Jahre. Und das sind natürlich ganz starke Zeichen hier vom Vorstand. Und meiner Meinung nach hat die Aktie auf jeden Fall deutliches Potenzial. Und wenn der Markt mitspielt, das immer vorausgesetzt, also wenn jetzt nicht wieder irgendeine Schockwelle kommt und die Nervosität dann wieder übersprudelt, dann denke ich mal schon hier, dass diese 200-Tage-Linie bald geknackt werden könnte. Also Zuversicht bei der Arealbank. Dann schauen wir jetzt noch auf zwei US-Werte. Beginnen da mit Berkshire Hathaway. Das 50. Dienstjubiläumsjahr von Warren Buffett wurde mit einem Rekordgewinn abgeschlossen. Also man sieht, dass der Star-Investor noch immer einen guten Riecher hat und seinen Job weiterhin gut macht. Das heißt, die bleiben auch zuversichtlich für den Konzern? Absolut. Und die Börse ist es offensichtlich auch wieder. Wir haben hier ein mustergültiges Kaufsignal, die 200-Tage-Linie hier geknackt. Also hier wirklich ordentlich Schwung aufgenommen, die Aktie. Hier haben wir den, ich kann ihn glaube ich hier einzeichnen, das ist der Abwärtstrend, der jetzt auch hier durch ist. Das ist halt so, dass der US-Markt sich insgesamt erholt hat. Warren Buffett ja primär in Amerika investiert, dass der Konsum in Amerika wieder läuft. Und das spielt natürlich Warren Buffett extrem gut in die Karten, weil sein Portfolio hier schon sehr konsumlastig ist. Konsum ist klar, der Ölpreis ist niedrig, die Leute gönnen sich was. Ja, vielleicht gibt es dann doch keine Rezession und das würde natürlich Buffett natürlich noch mehr profitieren. Und meiner Meinung nach hier, um Ihre Frage vorwegzunehmen, auf diesem Niveau ein ganz klarer Kauf. Wunderbar, das wollte ich tatsächlich fragen. Dann schauen wir noch abschließend auf die Aktie von Mastercard. Ja, ich merke schon. Schauen wir noch auf die Mastercard-Aktie zum Abschluss. Auch da haben wir kürzlich einen Rücksetzer gesehen, einen kleineren zumindest, der schon länger nicht mehr zu sehen war bei der Aktie von Mastercard. Jetzt klopfen wir langsam wieder an, erstmal Richtung 200-Tage-Linie, ja. Dann wieder Richtung alte Hochs, Höchstkurse. Wann werden wir das mal wieder knacken, diese wichtigen Marken nach oben? Ja, sehr gute Frage. Also ich habe ja oft hier gestanden und hier, als die Aktie hier in diesem Seitwärtstrend war, gesagt habe, okay, hier sieht es gut aus, jetzt könnte es soweit sein. Aber es war dann doch so, dass der Markt nicht mitgespielt hat. Und dann hat natürlich auch eine Mastercard-Aktie nicht diese relative Stärke, die es braucht, um dann den Markt so deutlich zu schlagen. Und dann gab es natürlich auch diese Konjunkturängste und ob die Leute dann noch genug einkaufen. Und das hat der Aktie zugesetzt. Aber auch jetzt hier mit der Markterholung schön im Aufwind, die Aktie, die 200-Tage-Linie hier wirklich vor der Nase. Wenn sie geknackt wird, ganz klares Kaufsignal. Ich bleibe da auch bullish für Mastercard. Sagt Andreas Deutsch vom Aktionär. Herr Deutsch, vielen Dank für die Einschätzungen. Schönen Tag Ihnen. Sehr gerne. Danke auch. Blick auf die Finanzwerte. Ihnen schönen Dank fürs Zusehen.